In einer feierlichen Zeremonie hat Großbritanniens Königin Elisabeth II. In Southampton das größte Passagierschiff aller Zeiten auf den Namen Queen Mary II getauft. So hieß die 1953 verstorbene Großmutter der Monarchin. Am Montag soll der Ozeanriese zu seiner Jungfernfahrt in See stechen. Wenn ein Schiff den Zusatz majestätisch verdient, dann die Queen Mary II. Größer, komfortabler und kostbarer als alle Luxusliner vor ihr. Heimathafen Southampton, Majestäten unter sich. Denn nur eine Queen tauft diese Queen. Dem neuen Glanzstück der Reederei Cunard wünscht Königin Elisabeth II. Allzeit gute Fahrt. I name the ship Queen Mary II. Völlig beeindruckt hätte dann die britische Regie fast den feuchten Teil der Taufe verschlafen. Über 20 Stockwerke gen Himmel, länger als der Eiffelturm hoch ist, 650 Millionen Euro teuer. Der Ozeanriese bricht alle Rekorde. Die eleganteste Unterbringung zieht eine Rechnung von mehr als 30.000 Euro nach sich. So zielt das Marketing, das sich zweifelsohne im Interieur niederschlägt, zuerst auf sorgenfreie Nordamerikaner. Die machen weltweit 3/4 aller Luxuskreuzfahrer aus. Die neue Königin der Meere verliert ihre Unschuld, als eine einstürzende Gangway in der Werft in Frankreich 15 Menschen in den Tod reißt. Die Queen Mary II geht ab Montag auf Jungfernfahrt Richtung Florida. Im Sommer läuft der Gigant vermutlich auch in den Hamburger Hafen ein.